Tobias Schick beim Hausbesuch. Der Oberbürgermeister der Stadt Cottbus schaut hinter die Kulissen von Klings. Ein Unternehmen, was klare Ziele verfolgt. Ja, im Endeffekt werden hier Anlagen gebaut, die dezentral, also da, wo ich sie brauche, Strom, Wärme, Kälte bereitstellen und die das Ganze aus Reststoffen machen, die vor Ort vorhanden sind. Also Produktionsreststoffe, Waldpflegematerialien, irgendwas, was direkt am Ort ist, was nicht erst lang transportiert werden muss. Mit den Anlagen kann somit aus unter anderem Holzresten Strom und Wärme erzeugt werden. Und das alles nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv. Das ist die Erweiterung der Technologie. Da geht es also dann nicht mehr nur um die reine Verbrennung von etwas, um Wärme zu generieren zum Beispiel, sondern es geht um die Einbindung von dem Kohlenstoff. Und das wird über die Pyrolyse gemacht bei gleichzeitiger Gestehung von Strom, Wärme und Kälte. All das kann auch in Cottbus genutzt werden, um Energie herzustellen. Städte wie Cottbus haben Parkanlagen, haben Straßen, wo Begleitgrün wächst etc. All diese Reststoffe, die durch den Beschnitt anfallen, also im Endeffekt holzartige Reststoffe, können pyrolysiert werden. Gleichzeitig wird die Energie gewandelt, was halt direkt in das Stadtnetz fließen kann. Vor allen Dingen die Elektrizität, aber halt auch die Wärme vor Ort. Und der so erzeugte oder hergestellte Kohlenstoff durch die Pyrolyse kann vor Ort vermarktet werden bzw. vor Ort auch in die land- und forstwirtschaftlichen Flächen eingebracht werden. Strom und Wärme aus nicht genutzten Rohstoffen. Für Tobias Schick eine interessante Aussage. Na, ich denke, das beschäftigt ja alle am Wirtschaftsstandort in Deutschland und so auch am Wirtschaftsstandort Cottbus in der Lausitz mitten im Strukturwandel. Was kann man aus Reststoffen, das sind am Ende Wertstoffe, machen? Man kann also Prozesse so günstig gestalten, dass man Elektrizität, Wärme gewinnt und auch andere Stoffe, die man wieder in die Natur einbringt. Und das Irre ist, das wird schon längst in Cottbus gemacht, hier vor Ort bei B&K. Ich habe mir heute noch mal einen Überblick verschafft und bin wirklich begeistert. Und vor allen Dingen, ganz viele in Deutschland nutzen schon die Technik, die hier in Cottbus nicht nur entwickelt worden ist, sondern auch hergestellt wird. Insgesamt war der Besuch bei Klings für Oberbürgermeister Tobias Schick eine tolle Erfahrung. Die Ideen und Technologien des Unternehmens zeigen, wie Nachhaltigkeit und Innovation zusammenkommen können. Es bleibt spannend zu sehen, wie solche Ansätze auch in Cottbus umgesetzt werden können, um die regionale Energieversorgung auf umweltfreundliche Weise zu stärken.